So, zwei Missionen haben wir hier noch. Der Gegner rückt vor im Schatten eines Vulkans. Ist da aufzuhalten? Maverick, Helmut ist hier. Warum? Er hatte einen Auftrag, den sollte er jetzt ausführen. Er sagt, da wäre etwas, worüber er mit dir sprechen möchte. Also gut, schick ihn rein. Ich höre, du planst den Angriff. Richtig. In der Nähe des Vulkans. So ist es. Klingt gefährlich. Genau deswegen sind wir hier. Der Vulkan beeinflusst die Winde. Unser Gegner kann seine beste Streitmacht nicht einsetzen, die Luftwaffe. Aber der Vulkan spuckt Feuer. Auch unsere Truppen werden getroffen. Das ist vollkommen gleichgültig. Für den Sieg nehme ich jedes Opfer in Kauf. Aber die Stärke der Streitkräfte, die mich angreifen, ist enorm. Jetzt verstehe ich. Es geht um dich. Ich kümmere nicht die Truppen, sondern du willst deine eigene Haut retten. Hä? Nein, das ist... Bevor du mich das nächste Mal kritisierst, würde ich vorschlagen, du gewinnst einmal eine Schlacht mit deiner eigenen Taktik. Die Truppen stehen buchstäblich im Regen, im Feuerregen. Ja, Mission 31 Feuerregen, wie Kat es ja gerade schon gesagt hat. Der Gegner plant einen Angriff in der Nähe des Vulkans. Was hast du jetzt vor, Igel? Du kannst nicht zum Vulkan fliegen. Tja, dann begegnen wir dem Gegner eben am Boden. Warte, Igel. Du weißt, dass du am Boden keine großen Chancen hast. Lass mich das übernehmen. Bodengefechte sind meine Spezialität. Hey, Chess. Halt, sofort. Sie ist weg. Das kann sie nicht selbst entscheiden. Was glaubt sie, wer sie ist? Igel, Chess hat recht. Sie hat bessere Chancen. Ja, das weiß ich. Ich muss nur etwas Dampf ablassen. So, wir spielen mal wieder eine Mission mit Chess. Und unser Gegner ist mal wieder der gute alte Maverick. Es gibt hier... Also die Karte ist relativ simpel aufgebaut. Es gibt zwei Schlüsselpositionen an diesen Ecken. Und ja, wer die hat, der kann den Gegner bedrängen. Ich werde mir diese holen, weil diese definitiv näher an meiner aktuellen Position dran ist und die für mich doch folglich auch leichter zu holen ist. Chess, kannst du mich hören? Igel, was gibt's? Offenbar spuckt der Vulkan sein Feuer nach einem bestimmten Muster. Wenn du herausfindest, wo die Lava immer landet, könnte das helfen. Danke für den Tipp. Tschüss. Riskiere bitte nichts. Bleib besonnen. Viel Glück. Ach ja, und der Vulkan hier spuckt immer wieder an bestimmten Stellen Feuer. Man kann sich merken, wo er Feuer spuckt, allerdings... Ja, ist das immer wieder ein bisschen anders. Es kommt darauf an, ob es ein gerader... ob die Tagzahl gerade oder ungerade ist. Je nachdem... spuckt der Feuer an bestimmten Stellen. Und getroffene Einheiten kriegen 5 Trefferpunkte Schaden, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Dann Maverick expandiert nach Süden. In die andere Richtung würde ich auch mal expandieren.
nicht viel, aber zumindest, dass ich ihn dort ein bisschen aufhalte, beschäftige. Ausrichten kann ich auf der anderen Seite nicht viel, dafür ist er zu nah an der Stelle dran. Der kriegt immer wieder Schaden vom Vulkan. Ich kann mit dem Speer jetzt nicht mehr viel machen, jetzt wo der Flak da steht. Schauen, ob ich damit was ausrechnen kann. Ich war bewusst, dass der da eine Artillerie dahinter stehen hat, allerdings hat die nur 5 HP. Das sollte das kein allzu großes Problem sein. Soll da jetzt auch schon wieder ein Jagdpanzer entstehen, aber irgendwie kriege ich den schon klein. Ach, der greift mit der Artillerie sowieso meinen Speer an. Und ich bin gerade in Facebook angeschrieben geworden. Kann ich mich jetzt aber nicht drum kümmern. Ich sollte besser mal
Wobei, nee, mache ich später. Das nächste Mal, wenn ich aufnehme, sollte ich Facebook zumachen. Mehr machen. Okay, der wird mit Besetzen sowieso nicht fertig. Allerdings, ja, ich glaube, das mache ich jetzt. Auch diesmal siege ich, glaub mir. Ich schmeiß einen Turbocharger an. Mecheinheit hier stört sowieso am meisten. Die will ich komplett weghaben da. Der soll hier einfach nur erstmal den Weg blockieren und die Infanterie da abwerfen. So. Läuft hier wie am Schnürchen. Bis auf die Tatsache, dass der da hinten schon wieder einen Raketenwerfer stehen hat. Aber gut, ich habe ja auch einen Kampfpanzer jetzt mittlerweile. Wie weit reicht der? Nicht weit genug. Sehr schön. Geht's mir eigentlich nicht so wirklich. Mir geht's eher gerade darum, dass ich seine Einheiten kaputt kriege. So langsam Bodentruppen geht, ist Jess sowieso Spezialistin. So, der muss zuallererst weg. Dann ist der hier natürlich weg.
zumindest weit genug gedamaged werden, dass er nicht mehr so viel Schaden macht. Und dann natürlich der hier noch. Schauen, was er dagegen macht. Und nachdem da unten jetzt gerade also nur noch eine 5 HP Einheit steht, hier mal wieder das Besetzen an. Weil die kann mir den Capture nicht mehr verhindern. Zumindest, also bestenfalls um einen Tag verzögern. Nicht mal das hat er getan. Super. Die Sache ist, die Einheit, die ich jetzt dann hier hinstelle, um die Artillerie zu vernichten, die kriegt nächste Runde einen Vulkanschuss ab. Aber das muss ich riskieren. Dafür hat er jetzt kaum noch Einheiten dastehen. Wenn ich sie jetzt mal kaputt kriege, dann nutze ich das auch aus. Dann habe ich jetzt sogar hier eine Basis, das trifft sich ja alles super. Stehen. Wobei, das 3, 4, 5, ja, da komme ich sogar drauf, passt. Kann ich mir gleich diese Basis blockieren und dann kommt er hier, kann er nicht mal von hier unten mehr irgendwie gefährlich werden. Bauen.